Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Elden Ring. Ich bin noch mal eine Etage zurückgebeamt, denn ich wollte mal sehen, nachdem ich mich jetzt stärker gemacht habe, wie stark ich gegen diese Gegner hier bin. Und okay. Okay, wir sind nicht super stark, aber ein bisschen stärker sind wir. Gut. Lass mal weiterlaufen, denn ich wollte bei diesen Ameisen, diese Ameisenviecher nochmal killen, um einfach zu sehen, ob da ging nicht auch noch ein Weg runter, wo uns der so hinführen kann. Bevor wir unten die Stadt vollkommen erforschen, erforschen wir lieber das hier oben noch einmal. Wir können auch dran vorbeirennen. Hier ist eigentlich schade, dass wir unsere Viecher nicht mehr benutzen können. So. Ich habe mir auch ein bisschen Dings geholt noch. Okay. Nein! Oh. Gemein, ey. So gemein sind diese Ameisen. Die sind so hinterhältig, fotzig gemein. Glaubt man gar nicht. Nun gut, nicht aufgepasst. Passiert. Wir laufen jetzt trotzdem nochmal da rein. Denn ich will unbedingt alles hier oben erforscht haben, bevor ich unten weitergehe. Ich glaube, das macht Sinn. Palastruinen. So, legen wir Sachen wieder. So, da hinten sind auch noch Ameisen, aber die müssen wir irgendwie hier ranjagen. Warte mal, kann ich meine Pfeile nochmal ausrüsten hier? So. Aber ich glaube, den da hinten können wir auch so schnappen. Lass da vorbeischleichen. Kriegen wir da hinten bestimmt auch so. Hier auch. Kommt durch der Big Boss da. Ah, Gott sei Dank. So. Ja, schon ein bisschen. Kann ich allein sammeln? Nee. Nee. Gut, aber es geht hier unten nämlich auch noch weiter. Und das hatte ich gesehen, als wir da auch vorbeigerannt sind. Aber ich glaube, hier kann ich nur so ein paar Items einsammeln. Aber das reicht mir schon. So, hier geht's noch unten irgendwie leider. Oh, jetzt kommen schon noch ein paar Ameisen gleich. Ja, noch ist keine Ameise zu sehen. Da steht ein Typ. Gegner? Okay. Das ist wieder so ein... Was ist er denn? Na komm her.
Und das letzte Mal. So, der ist weg. Und da unten ist wieder so eine Motte. Seht ihr die? Ist die Frage, ob wir die Motte von hier oben killen können? Mit unseren Pfeilen? Testen wir mal. Na. Ich sehe, wie viel Leben wir verlieren. Oh, oh. Ah, jetzt sehe ich das. Okay. Okay, ich glaube, ich mache gar keinen Schaden. Kann das sein? Okay, es ist ein bisschen schwierig hier. Na, doch, ein bisschen Schaden machen wir mit zwei. Das ist ein bisschen ein Witz, ne? Aber wie können wir den denn sonst platt machen? Geht's hier irgendwo runter? Okay. Aber unser Schutzschild hat gut gehalten. Können wir jetzt von hier vielleicht mit dem Bogen besser mehr Schaden machen? Ja. Okay, es macht mehr Sinn hier. Weg mit dir, du Arschkriecher. Ha! Okay. Hier ging es aber noch. Hier ist auch noch eigentlich sogar eine Truhe da vorne. Aber hier geht es noch hoch und ich muss auch da hoch, denn da oben lag ein Typ. Den auch gesehen? Der liegt da, da hinten. Yeah, guck mal. Das sammeln wir noch ein. Ein Dunkelschmiedestein 6, ich fasse es nicht. Beim nächsten Leuchtfeuer sind wir definitiv auf dem Weg dahin. Und werden unsere Waffe mal verstärken jetzt hier. Damit die mal ein bisschen mehr Schaden macht. So, hier geht's aber runter. Oh. Objekt voraus. Okay, hier ist noch eine Truhe. Was ist das? Schwinge von Astel. Okay. Was ist denn die Schwinge von Astel? Würde mich interessieren. Ist das eine Waffe? Da. Okay, ein Krummschwert. Okay. Wo muss ich jetzt hin? Kann ich da runter irgendwie? Ah, da drüben geht's runter, sehe ich gerade. Ich hoffe, ich falle jetzt nicht gleich runter beim blöden Springen immer hier. Ne, da geht's auch nicht runter. Huch, wie komme ich denn hier runter? Oder komme ich hier gar nicht runter? Wenn ich jetzt da runter springe, bin ich tot, das sehe ich sofort. Und von da, auf diesem Bogen. Hier drinnen kann ich
Auf irgendwas raufspringen? Nee. Da kann ich da rauf landen. Sterbe ich denn nicht, wenn ich da raufspringe? Warte mal kurz, ich habe eine Idee. Ich habe auch keine Idee. Hä? Doch, hier bin ich auch hochgekommen. Wie bin ich hierher gekommen? Bin ich von da runtergesprungen, ne? Genau. Okay, also irgendwie muss es ja hier runtergehen. Nur wie, weiß ich nicht. Da kann man auch runterfallen lassen, oder? Kann ich ein Pferd rausholen? Ne. Okay. Da müssen wir jetzt runterkommen irgendwie. Ja, okay, auch kein Leben verloren. Ja gut. Ist hier noch irgendwas drin? Nein. Okay. Okay, okay, okay. Gibt's hier auch irgendwie runter? Oder sollte man hier eigentlich gar nicht hin? Doch, dann müssen wir nicht die Truhe da oben bekommen, ne? Da kann ich hin. Okay. Da geht's auch runter, aber hier geht's auch gleich runter, ne? Da liegt ein Typ. Sammle ich mal ein. Schmiedestein 3. Geh erstmal hier rein. Gucken, was da so ist. Da liegt auf jeden Fall noch eine Leiche. Und ein Händler. Ob die Händler untereinander reden und wissen, dass ich alle gekillt habe? Karte von Einsel. Okay. So, jetzt können wir uns die Karte mal angucken hier, oder? Okay, ist jetzt nicht riesig, die Karte. Aber immerhin haben wir sie. Hallo. Was hast du denn so zum Angebot? Okay, was ist das? Ermöglicht Duplizieren von Kriegsaschen für die Absolution der Kirche. Erweitert Handwerksrepertoire. Erweitert das Handwerksrepertoire. Körperlich. Kaufen jetzt einfach die Sachen. So. So. Jetzt können wir ja immer wieder dahin und die Sachen holen. So die Klangperlen abgeben, ne? Okay, lass mal gucken, wo wir hier hinkommen. Da liegt irgendwo noch was. Eine goldene Rune. Da liegen ganz viele Sachen hier überall. Ich weiß nicht, ob hier auch überall Gegner sind. Wir müssen einfach gucken. Da unten sind auf jeden Fall richtig viele Gegner, sehe ich gerade. Da oben auch. Okay. Okay, okay, hier sind überall Gegner. Ist die Frage, wo wir hin sollen, ne? Hier sind 1, 2, 3, 4. Keine Ahnung, wie viele. Ich mache jetzt einfach mal hier.
Können wir rüberlaufen? Es sind viel zu viele Gegner, ich kann ja alle killen. Haben wir irgendwelche Sachen vergessen? Nein, ne? Na, vielleicht da hinten irgendwo, ich weiß es nicht. Oh. Okay, warte mal. Einstellen. Oh. Alter, wie viele Gegner sind denn das bitte hier? Ein bisschen viele vielleicht. Oh, und sind auch welche. Mist. Viech, Fickviech. Diese rollenden Dinger sind schon ein bisschen nervig. Ich weiß nicht, wie viele von denen kommen noch. Also, wir dürfen ja draußen nicht mehr sein, ne? So. Das waren anscheinend alle. Da laufen noch Trippel noch welche im Wasser rum. Nicht nur einer. Ein paar, was ist das hier? Geisterteile hier. Da oben liegt aber auch noch irgendwas Leichenmäßiges. Sagen wir auch mal ein. Da unten auch. Schmiedestau. Sind auch ein paar viele hier irgendwie, ne? Dann liegt auch noch gleich, die holen uns auch noch.
Grüne Rune. Oh Gott, das ist aber auch ein Kampf gewesen. Da oben liegt auch noch einer, aber da komme ich gar nicht hin. Wie komme ich denn da hin? Ist da ein Weg? Hinten längs irgendwo um die Ecke? Nee. Da muss man irgendwie anders hinkommen. Ich weiß noch nicht wie. Das weiß ich leider nicht. Seht ihr das da oben? Das ist auch richtig lila, also das wird schon was Gutes sein. Da oben gibt es einen Weg längs irgendwie. Mal gucken. Eine Rune. Ziehen wir einen Hebel. Man muss das Ding hinbringt. Keine Ahnung. Okay, hier ist mal ein Feuerchen. Was wir entfachen können. Und dann gucken wir auf die Karte, wo sind wir? Hier. Dann machen wir jetzt aber erstmal eine kleine Reise, denn jetzt können wir ja endlich unsere Waffen verstärken. Und das machen wir auf jeden Fall. Zack. Das ist gut. Ich bin froh, dass wir diese Dunkelschmiedestein mal gefunden haben. Denn jetzt können wir die Waffe wirklich stärker machen. Was vorher gar nicht möglich war, aber jetzt. Jetzt muss es gehen. Hoffe ich zumindest. Ich weiß nicht, wie viel Kohle ich habe, aber das sehen wir dann. So, die können wir auch verstärken mit unserer Dunkelrune. Wir haben sogar eine Dunkelrune 7, die wir nutzen können. Und wir haben eine Dunkelrune 8, die wir auch benutzen können. Das heißt, wir haben so richtig hoch gepusht, das Ding. Unseren Bogen sollten wir vielleicht auch mal stärker machen. Schmiedestein 3, brauchen wir 6 von, haben wir nicht. Gut, ach, das Ding hätten wir auch stärker machen. Ah, wohl, nee. Das ist mir nicht so wichtig. Mir wichtig war mir die Waffe, dass die auf jeden Fall ordentlich hoch geht. Also von daher, schon gut für uns. So, jetzt können wir wieder wegreisen. Und zwar wieder hier hin. Oh, geil. Dreimal verstärken konnten wir. Das ist natürlich ziemlich cool. Dafür müsstet ihr jetzt auch ein bisschen mehr Power haben, denke ich mal. Gucken wir mal. Also hier rein, ja, genau. Dann lass mal gucken. Wo wir hier landen jetzt überhaupt. Ich gehe irgendwo da runter. Obwohl, warte mal. Ja, ich dachte schon, unten wäre jetzt ein Gegner. Da kann ich aber keinen Gegner sehen. Das heißt ja nichts, wenn man nichts sehen kann, ne? Das heißt ja gar nichts. Gerade wenn es so im flachen Wasser hier irgendwas liegt. Noch ein Schmetterpfeil, gefiedert. Schmiedestein 3. Geistertal, Lilie. Geht's hier weiter? Ein kleiner schmaler Gang hier. Oh. Ich glaube, hier geht's wieder zu. Irgendwas, was Menschen frisst. Goldene Rune. Silbernes Glühwürmchen. Da ist aber irgendwann ein Viech da unten, ne? Oh. Da machen wir jetzt ein bisschen mehr Schaden, würde ich sagen. Wo geht's denn hier längs? Hm, testen wir mal. Sieht aus wie Eier. Oh, an der Decke sind ganz viele, seht ihr das? Irgendwas schleppen die da.
Okay, war es das hier? Oder gibt es noch mehr? Wir gehen trotzdem hier durch. Okay, sind ja gar nicht so schwer gewesen, aber... Gruppe voraus. Okay. Ach, jetzt kommen wir da Stelle hin, wo ich gerade eben gesehen habe wahrscheinlich, ne? Ah, genau. Okay, jetzt müssen wir natürlich die alle nochmal killen, was natürlich blöd wäre. Aber wir können das Teil da einsammeln, ne? Guck mal, das holen wir uns mal. Spielstand 4, jetzt müssen wir da noch rüber irgendwie. Wow, das war aber echt enge Kiste. Himmelstau. Oh. Eigentlich egal, wir können auch einfach unseren Fahrstuhl hier abhauen, oder? Lass die auch alle kommen. Ob sie da sind, ist ein Fahrstuhl auch da, hoffe ich zumindest. Ah. Man gibt auch nicht mehr so viele Punkte, also. Kann uns so Schnuppe sein. Fahren wir da oben. Gut. Jetzt haben wir sogar die Geheimnisse da bekommen. Das ist natürlich gut. Und ja, ich glaube, viel weiter machen wir jetzt auch nicht mehr. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Tschüss.